Hallihallo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9 mit mir, Tim Westraff. Lass uns weitermachen hier in Lindblum, genau. Da sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Es wurde angegriffen und wir haben uns dann jetzt erstmal fertig gemacht für die nächste Reise. Wir reisen nämlich jetzt zum äußeren Kontinent, wenn das der korrekte, wenn es die korrekte Bezeichnung ist für den Ort, wo wir hinreisen. Und wir müssten alles haben. Na, also ich denke mal, raus müssen wir nicht. Ich gucke aber nur mal, ob es notwendig ist, für weiterzukommen. Ich schätze aber mal nein. Aber Sekunde mal, kann man denn hier auf der Gegend irgendwo hin? Irgendwie einen besonderen Ort besuchen? Boah, ey, guckt euch das mal an. Was für ein Riesenloch. Mein Gott. Mensch, also, Brane, was sollte der Kack denn? Ja, okay. Ich will solche Worte nicht gerne in den Mund nehmen in meinen Let's Plays. Ich werde versuchen, mich da zu mäßigen. Ach, Moment mal. Ich glaube, ich musste doch diesen einen Herrn ansprechen, der da vor dem Brunnen stand, wenn ich fertig bin, oder? Oder? Bin mir eigentlich relativ sicher. Sehen wir noch mal. Ja, den hier. Habt ihr eure Vorbereitung abgeschlossen? Wir sind startbereit. Wunderbar, dann bitte hier entlang. Seine Exzellenz erwartet euch in der untersten Ebene. Active Time Event. Branes Flotte läuft ein. Okay. Für Kriegsbeute laden die aber ziemlich billiges Zeugs ein. Ob die das Moment mal, ich muss jetzt nochmal ein bisschen in meine Lesefertigkeiten reinkommen. Ob die das alles allen Ernstes mit nach Alexandria nehmen wollen? Oh Gott, das war jetzt fast ein Zungenbrecher. Oder planen sie vielleicht eine längere Seereise? Ihr dort. Hier wird nicht geredet, sondern gearbeitet. Verdammt nochmal. Wer glauben die eigentlich, wer die sind? Wir sollten ein wenig Zeit gewinnen. Wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis sie gestoppt haben. Mann, Alexandria herrscht jetzt über den ganzen Kontinent. Was nützt es denn, Vorbereitung für eine Seereise zu machen, wenn es eh niemanden mehr zu bekämpfen gibt? Was haben die bloß wieder ausgeheckt? Ist mir ein Rätsel, aber es handelt sich um die habgierige Brane. Vielleicht fehlt ihr noch ein Kontinent in ihrer Sammlung. Habt ihr gesehen, da waren Schatzkisten? Oh. Im Palast. Wo geht die Expedition denn diesmal hin? Mir wäre weit und breit kein Land bekannt, das für uns eine Bedrohung darstellen könnte. Aber was zerbreche ich mir hier den Kopf? Königin Brane wird schon wissen, was sie tut. Und unsere Aufgabe ist es, ihre Befehle auszuführen. Genug jetzt damit, kommt mit. Ein paar Lindblum-Soldaten haben sich im Gästezimmer verschanzt. Was um alles in der Welt hat Brane nur vor? Zedan? Müssen wir wirklich zum äußeren Kontinent? Was hast du denn auf einmal? Vorhin warst du doch noch ganz versessen drauf. Aber wenn euch etwas auf diesem fremden Kontinent zustoßen sollte, dann bin ich alleine zu schwach, um euch zu retten. Du sorgst dich also um mich? Naja, so kann man das nicht sagen. Es ist nur so, wenn die Prinzessin ihren Leibwächter verliert, ist sie in einer Bredouille.
Ja, genau, in einer Bredouille. Wie sagt man dann, Prinzessin, ich bin eures Dankes nicht wert, oder? Nein, im Ernst. Danke. Keine Sorge, ich passe schon auf mich auf. Und wie steht's mit dir, Lilly? Schließlich wissen wir nicht, was uns da erwartet. Ich bin bereit. Ich kann nicht zulassen, dass Mutter sich noch mehr zu Schulden kommen lässt. Gut, dann bleibt immer schön bei mir. Und du und Vivi. Ich sorge dafür, dass euch nichts passiert. In Ordnung. Ja, wo sind denn jetzt... Ach, da sind sie. Vivi ist da, aber Steiner, wo ist denn Steiner? Ah, zu da, Lilly. Gut, dass ihr kommt. Vivi, wo sind Onkel Sid und die anderen? Naja, also, er sagte, er komme gleich wieder und seitdem ist er weg. Was treibt er bloß wieder? Hurra, ich habe es geschafft, Sir. Ich habe zwischen den Wasserdrachentor und hier die Lore sabotiert, Sir. Das konnte ich nicht mehr ertragen, dass die in einem Schloss einfach machen, was sie wollen. Verdammt nochmal, Sir. So, los, die Gelegenheit ist günstig, Sir. Aber pass bitte auf, in dieser labyrinthartigen alten Mine kann man sich leicht verlaufen, Sir. Ach ja, noch etwas. Nehmt das hier bitte mit, Sir. Was ist das für ein alter Stofffetzen? Ein unverschämtes Mundwerk wie eh und je. Das ist nicht nur ein gewöhnliches Stück Stoff, Sir. Das ist der Staatsschatz Lindblums. Es handelt sich um eine antike Karte, auf der alle Kontinente verzeichnet sind, Sir. Ach so, also doch mehr als nur ein Stofffetzen. Weltkarte erhalten. Oh, ja, mehr als nur ein Stofffetzen, so könnte man es fast schon so nennen. Nun aber los, wenn wir hier noch länger plaudern, kommen sie uns noch auf die Schliche. Zidane, Vivi, Sir, dass ihr mir euch ja auch ja um die Prinzessin kümmert, Sir. Ja. Onkel? Du brauchst keine Angst, um mich zu haben. Eine Jucksippe kriegt man so schnell nicht wieder nicht runter, Sir. Nun aber schnell, Sir. Wenn die mich hier finden, dann verarbeiten die mich zu Jucköl, Sir. Lass uns gehen, Lilly. Versirrt nochmal. Also sowas, der Herzog, eine eklige Juckzirpe und seine ergebenen hirnlosen Witzfiguren. Was kann am Verladen von Vorräten bitte schon so lange dauern? Nanu? Ihr zwei da, habe ich vielleicht etwas von Pause gesagt? Dass euch die Feigheit dieser Kerle in den Wahnsinn treibt, kann ich ja verstehen, aber... In Kürze beginnen wir ja unsere nächste Operation. Diese Maschine gab plötzlich ihren Geist auf. Und die Lore steht seitdem still. Stimmt doch, oder? Ja, sie machte erst irgendwie Sirp, Sirp und dann war Schluss. Eigentlich wollten wir ja noch ein paar Einkäufe erledigen, bevor es losgeht. Irgendeine Nachricht von Wachposten? Nein, nichts. Ist dafür vielleicht Herzog Sid verantwortlich? Ich glaube, er verheimlicht etwas vor uns. Hier muss er lang sein. Ihr da, kommt auch mit. Findet mir den Großherzog. Zu Befehl. Oh oh. Der Großherzog darf nicht erwischt werden. Bloß nicht. An Monte einen Brief überreichen. Ein Brief von Modon? Vielen Dank, Kupu. Von Modon an Monte. Nicht auszudenken, Kupu. Muck. Aus dem Schloss ist verschollen, Kupu. Haben ihn die Alexandria-Soldatinnen mitgenommen, Kupu? Oder vielleicht gar die Schwarzmagie gefressen, Kupu? Ich sorge mich ja so, Kupu. Oh nein! Das ist ja furchtbar, Kupu. Ja, es ist tatsächlich furchtbar, was in Lindblum passiert ist, ja. Ich hätte so gerne einen Brief. Oh, du kriegst bald einen nochmal. Keine Panik, ich hab das Gefühl... Ihr alle Mokris kriegen mehrere 2 bis 3.
Briefe im gesamten Spiel. Das weiß ich zwar nicht, ich weiß nicht, wie viele, ich kenne nicht alle Briefe in Final Fantasy 9, aber... Ja, aber trotzdem ganz... Ja. Weil, wie gesagt, ich habe das Spiel nie zu 100% mit allen Sidequests erfolgreich abgeschlossen. Ich habe zwar viele gemacht, aber ich konnte nicht alle abschließen, weil ich sie irgendwie verpasst habe. Weil man kann tatsächlich Sidequests auch hier verpassen. Naja. Aha, ihr wollt also zur alten Bergmine? Da geht ihr einfach schnurstracks nach Norden, ist ganz in der Nähe von diesem achtförmigen Morast. Aber da würde ich ja nicht so solche weiteres hingehen. Ohne sich bei mir gut ausgerüstet zu haben. Okay, dann kaufen wir einfach mal ein bisschen was. Polaris, haben wir denn was, was wir noch nicht haben? Oder hast du was, was wir noch nicht haben? Nö, danke. Das war's dann erstmal. Sekunde, habe ich Vivi eigentlich schon umgerüstet? Wenn es denn notwendig ist, weil irgendwie meine ich, ich hätte... Oh, oh, Seidenkleid. Ability Herb und Urschrei. Und Auto-Potion. Goldschal. Aber wo ist denn jetzt Steiner? Oder warte mal. Ach Quatsch. Nee, Steiner war doch in Alexandria geblieben. Genau. Mit, mit Beatrix und Freya, genau. Oder Freya. Ja, ich finde den Namen Freya eigentlich... Ja. Ich glaube, das stimmt zwar von der Aussprache her nicht, aber den finde ich irgendwie... Der ist mir irgendwie lieber. Ba-ba-ra-ba-ra. Oh, wartet mal. Ach ja, Quina ist jetzt nicht in unserem Team, deswegen... Ja, kann ich jetzt gerade mal nicht so viel machen. In Sachen Fressen und so. Und ich glaube, ich kann auch den Level-Up-Trick jetzt nicht so erfolgreich nutzen, weil ich die gute Nachttechnik nicht habe. Ich kann zwar Eisra zaubern mit Vivi, aber es ist auch von Vorteil, wenn ich irgendwie den Tatzelwurm im Zustand Schlaf versetzen kann, ja. Komm nochmal. Mushu Fushu. Auch ein sehr bekannter Name in dem Final Fantasy Franchise. Ja, komm. Einfach alle mal Angriff. Ah, das hat sich doch erledigt. So, wahrscheinlich hätte ich einen viel besseren Zauber auswählen können. Ah, aber... That's okay. Gut, ich denke, eigentlich könnte ich noch ein bisschen was mit dem Chocobo machen. Also Chocobo-Wald oder... Soll ich das jetzt machen? Ich glaube, ich mache das später, weil wir kommen jetzt ohnehin nicht an so viele Orte. Morast der Kuhs. Wenn wir mal im äußeren Kontinent sind, dann können wir mehr... Können wir, glaube ich, noch mehr mit dem Chocobo-Wald machen. Aber wie gesagt, für jemanden, der das Spiel nur ein einziges Mal durchgespielt hat, kann ich das nicht mit Gewissheit sagen. Das ist nur eine Vermutung. Also wenn es Leute gibt, die mein Let's Play nachspielen wollen, also so spielen wollen wie ich, weil davon gab es früher mal ein paar. Ja, bei Final Fantasy 9 ist das so, ja, ich mache das, was ich kenne. Ich kenne viel, aber nicht alles, ja. Weiß zumindest nicht, wie alles korrekt geht, ja. Also, Mockmeyer, mit ihm müssen wir nicht reden. Aber wir gehen jetzt hier rauf. Und hier müsste es jetzt irgendwo nach rechts gehen, oder? Oder, nee, Quatsch, warte mal, wir müssen doch zu Meister Quan oder Quel. Der wird uns doch bestimmt weiterhelfen können. Ich glaube, das war Meister Quel, der hier, oder? Sag mal, kennst du eine alte Mine, die hier irgendwo sein soll? Quel, genau. Eine Mine-Mampf? Jetzt, wo du es sagst, Mampf? Ich glaube, mich zu erinnern, von so einem Ort schon mal gehört zu haben, Mampf. Hm. Was denn jetzt? Ich bin mir nicht sicher, Mampf. Dieser Morast ist voller Gestrüpp. Vielleicht verbirgt sich dort ein Weg
zu dieser Mine, Mampf. Vielleicht weiß Queener mehr, Mampf. Schließlich jagt er den ganzen Tag im Gestrüpp den Fröschen hinterher. Irgendwo im Gestrüpp also? Schönen Dank auch. Im Gestrüpp also, ja. Ja, ist Queener? Ich glaube, ich habe irgendwie so die Vermutung, wir begegnen Queener nochmal hier. Weil, Queener wollte ja... Ach da! Ja, Queener wollte ja nicht, mit dieser Schwarzmagierblase rumfliegen wegen Höhenangst. Und ist also zu Fuß gegangen, ja. Queener, bei dir scheint ja alles fit zu sein. Chidan, lange nicht gesehen, Mampf. Es war unglaublich anstrengend, ganz alleine von Clayroy wieder zurück, Mampf. Sag mal, kennst du einen Weg, der zum äußeren Kontinent führt? Ich hab gehört, der soll hier in der Nähe sein. Zu äußeren Kontinent, Mampf? Der ist bestimmt voller schaftiger Frösche, Mampf. Hört sich lecker an, Mampf. Für frische Frösche bin ich immer zu haben, Mampf. Aha, kann ich mir vorstellen. Vielleicht sollte ich jetzt noch mal ein paar sammeln. Vielleicht, damit wir einfach den 99 Fröschen am nächsten sind. Ja. Schadet vielleicht nicht. Ach, guck mal, eine Kaulquappe. Da. Also das ist das Babystadium von den Fröschen. Ach, wartet mal. Ich muss ja... Queener muss das ja machen, ja. So. Fun Fact. Nee, kein Fun Fact. Ich habe heute... Das ist zufällig heute passiert. Ich bin durch den Wald spazieren gegangen. Da war eine Pfütze auf dem Feldweg. Und da waren lauter Kaulquappen drin. Also irgendwie so frisch geschlüpfte Froscheier oder so. Das war richtig... Wow, da war ich ganz erstaunt, wie viele da drin waren. Richtig überwältigend war das, der Anblick. Okay. So, aber die Kaulquappen wollen wir nicht fangen, weil... Die Froschbabys müssen ja auch eine Chance haben zu überleben. Ah, okay. Oh, warte mal. So, X ist richtig. Oh, Meister Quill kommt. Ich sehe, du bist fleißig, Queener. Du bist auf dem besten Weg, die geheimliche Essence kennenzulernen. Hier, das schenke ich dir. Seidenkleid erhalten. Hab Dank, Meister Quill, Mampf. Ich werde nicht aufgeben, bevor ich alle Geheimnisse entdeckt habe, Mampf. Okay, bei 9 gibt es also eine Belohnung. Aha. Wie schaut es jetzt aus? Oh ja, bitte bleib da. Danke. Männchen. Aber die Frösche, die sind ja noch total klein. Also irgendwie... Mag ich es nicht, die zu fangen. Das kommt mir so vor, als seien es noch Kinder. Und ich fange definitiv keine Kinder ein. So viel ist klar. What the fuck? So, na. Ja, da war es nur noch einer. Ah. Okay, der letzte ist ein bisschen... Nimmt sich ein bisschen mehr viel Zeit, ne? Aber okay. Ja, ein Babyfrosch war das. Habt ihr gesehen? Das war ein Babyfrosch. Oh Gott. Und Queener, bist du bedient? Hab genug, Mampf. Was ist denn hier eigentlich? War ich da schon mal? Ja, da war ich schon mal. Da war ja irgendwie gar nichts. Aber irgendwo im Gestrüpp. Meister Quill sagt jetzt nichts weiter zu dem Eingang zur Mine. Moment mal, Queener, du bist ja jetzt wieder da. Du wirst doch bestimmt jetzt irgendwas gebrauchen können von unserem neuen Sortimentstar. Ja, das kann so bleiben. Sag mal, kennst du hier eine alte Mine irgendwo? Dich ja morascht. Irgendwo im Gestrüpp, also vielen Dank. Joa.
irgendwo im Gestrüpp. Ich meine, das ist aber irgendwie hier. Ah, guck mal. Quina, wo gehst du hin? Ich rieche Fröschemampf. Lass die Frösche Frösche sein. Und hilf uns, den Eingang zu finden. Hier lang. Hey, Quina, jetzt warte doch. Und da stampft er dahin. Fröschemampf. Warte. Jetzt ist er mir schon wieder weggeflutscht, Mampf. Hey, Quina, vergiss die Frösche. Schau doch. Das ist doch der Eingang zur Mine, den wir gesucht haben, oder nicht? Den habe ich vorher noch nie gesehen, Mampf. Chedan, gehen wir wirklich da rein, Mampf? Aber hallo, und wie wir da reingehen werden? Vielleicht kommen wir so zum äußeren Kontinent. Aha. Ja, würde ich auch mal so sagen. Den hat Quina noch nie gesehen, aber es kommt mir so vor, als würde hier schon, würde sich hier schon sehr lange leben. Ja. Kommt mir so vor, als hätte sie nur ein paar hundert Quadratmeter nur von ihrem Grundstück würde sie kennen. Fossilienmine. Oh. Fossilienmine? Wow. Okay, Leute, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass hier gleich nochmal was passieren wird in Sachen Kämpfe. Aber gut, das soll erstmal nicht jetzt zum Vorschein kommen. Und es ist auch nur eine Vermutung. Mal wieder. Und ich mache dann hier jetzt mal wieder eine kleine Pause. Okay. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ja, gebt doch gerne mal eine Bewertung da. Daumen rauf ist schön, Daumen runter wäre schön, wenn dazu eine Begründung kommen würde. Na? Kommentar ist frei, wie sonst immer. Abonnieren auch und lasst es euch bis zum nächsten Part einfach sehr gut gehen. Bis zum nächsten Mal, euer Team Bestrife und Ciao. Oh, bleibt immer schön optimistisch, gesund und ihr selbst und visualisiert euch eine schöne Zukunft und baut sie euch auf. Ne? Tschüssi!